Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast und auch heute an meiner Seite der gute alte Tomate. Jo, hallo Artischocke, hallo junges Gemüse. Und wir haben heute was Besonderes für euch. Wir schauen Halal Dating. Meine Schwester sucht mir einen Mann von den Datteltätern. Wir haben gar keine Ahnung, worum es geht. Wir müssen auch beide ehrlich sagen, bis auf solche Reaction-Formate von anderen YouTubern haben wir beide noch nie was von Datteltätern geschaut. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Dachte ich auch, ehrlich gesagt. Aber diese Episode, die ist ja vom 8. Oktober 2023, also gar nicht Phönix lange aus der her. Asche, ja. Wobei, stopp, ich muss gerade sagen, dass es die gar nicht mehr gibt. Das stimmt so gar nicht, weil mir ist selber in letzter Zeit aufgefallen, ich hatte öfter von denen so Shorts gesehen auf YouTube, weil ich habe die jetzt auch Ah, mal okay. abonniert, einfach für unseren Content. Und Videos von denen habe ich da nicht gesehen, vielleicht habe ich sie einfach übersehen, aber die haben öfter mal Shorts gepostet gehabt. Ja, Aber also die ja, können, die glaube ich, sind noch aktiv. unsere Shorts nicht knacken. Ja, nein, niemand kommt an unsere Shorts heran. Ja, ich bin äußerst gespannt, was jetzt hier das, was wie die Neubürger ja, daten. Ja, okay. Am besten wir schauen ein paar Sekunden rein und dann, ihr kennt das, Der dann Rest labern wir ergibt einfach sich. rein. Ja. Genau. Viel Also von mir aus Spaß. können wir loslegen. Okay, super. Heute bei Halal Date musst du die Schwester unserer Kandidatin überzeugen. Ich weiß, wie wichtig meiner Schwester die Religion ist. Ich glaube nicht direkt an Gott. Und du sitzt noch hier? Ich mag, wie ehrlich er ist. Ich möchte etwas in der Hand haben. Crush, woran hat's gescheitert? Dass wir nicht die richtigen füreinander Das ist die waren. Standardaussage, ne? Ich hatte kein Geld dabei. Sie musste zahlen. Hi, mein Name ist Kauta. Ich bin 13. Ich mache mal hier kurz Pause. Also, worauf ich jetzt hier natürlich sehr gespannt bin, ist dieses Religionsthema. Also, ihr kennt dieses übliche Spiel, vertauscht mal die Rollen. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt hier ein bio-deutsches Format zum Beispiel. Und du würdest jetzt sagen, ja, mir ist es so super wichtig, dass mein Vater Christ ist zum Beispiel. Da wären die doch bestimmt die Ersten, die dann rumheulen würden. Ah, das ist diskriminierend und pipapo. Und hier, also mir schwant es so, wäre das ein ganzes Format dafür. Wobei, Also so die richtig natürlich, kann es dir nicht sein, oder? Kein stimmt, merke ich Kopftuch. auch gerade. Weil sie keine Kopftücher tragen, ja. Also deswegen, ich wollte es nur mal vorsichtig anmerken, mal sehen, in welche Richtung das hingeht, mit diesem Thema Religion. Ja. Okay. 23 Jahre alt, ich mache TikTok und Musik. Und ich bin hier heute bei Halal Dating, weil meine Schwester sucht mir einen schönen Mann. Hallo, ich bin die Leila, ich komme aus Bonn, ich bin die Schwester von der Kautar. Wer von euch ist älter? Ich, aber nur 2 Jahre. Aber man merkt schon extrem, finde ich. Also, Ja? ja. Nein. Woran merkt man das? An der Reife. Wie würdest du denn deine Schwester beschreiben? Also, Maschallah, sie ist mega intelligent. Ah, Maschallah. Sehr, sehr schlau. Ansonsten ist Kautal sehr liebevoll. Kautal ist sehr religiös, mega Sehr kreativ, religiös, tief. okay. Was? Oh. Aber es ist vielleicht so ein Lifestyle-religiöses Ding, so dieses Pick-Ding. Weißt du, ich pick mir da und dort irgendwelche Versatzstücke raus. Ja, Also streng ja. religiös ist sie auf keinen Fall. Also muslimisch gesehen. Ja, zumindest nicht so die normale Auslegung. Also, da wäre ich jetzt schon sehr gespannt. Ja, ich muss ja ehrlich sagen, also, ich persönlich finde es ja gut, wenn jetzt jemand sagt, gerade im Islam, der legt das vielleicht ein bisschen legerer aus. Also, da müsste ja eigentlich die Reise hingehen. Wie ernst zu nehmen das jetzt ist bei der Frau, ja, man weiß es nicht. Ja, die Frage ist immer am Würdest du an Ende die des Ende an sie Tages. arbeiten? Was Ja. Entschuldigung, kleiner Huster. Klar, die legen das ist vielleicht leger aus, aber wenn es zum Treffen käme, ne, für welche Seite entscheiden die sich? Und ich würde eher sagen, für die Hardliner-Seite. Meinst du jetzt, Ja, wenn wenn du es zum sagst, Treffen dass, käme? wenn die jetzt, also wenn du jetzt sagst, die sind so leger unterwegs, okay, ist ja alles schön. Aber wenn es jetzt heißt, bist du auf Seiten der Kartoffel oder bist du auf Seiten der streng Gläubigen? Dann meine ich, die Antwort zu kennen. Ja, okay. Ich Also bräuchte jetzt ein konkretes bis Beispiel, auf so aber ein paar alles klar. Aussteiger sehe ich das in der Masse halt nicht. Aha. Ja, das sowieso. Das ja in der Masse vor allem gar nicht. Also das ist ja die absolute Ausnahme, dass sich jemand als streng religiös bezeichnet oder sehr religiös, pardon, nicht streng religiös und dann halt ohne Kopftuch auftritt. Das ist schon eine deutliche Ausnahme. Ja. Wenn auch eine positive. Okay, weiter geht's. Was würdest du an ihr ändern? Oder woran sollte sie arbeiten? Boah, Kauta ist ein Sturkopf und ein Choleriker. Stopp. Also, stopp.
Ich bin kein Choleriker. Gott, du bist, das hast du gestern zugegeben. Ich will sagen, ich habe cholerische... Okay, red weiter. Worauf bist du denn bei ihr am meisten stolz? Ich bin am meisten stolz darauf, dass du das durchgezogen hast mit der Musik, wenn ich ehrlich bin. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich sag dir das auch nie. Danke, Su. Aber Musik ist doch verboten bei und so weiter, ne? Ja, gibt doch alles wieder keinen Sinn. Ja, irgendwie strange, ja. Du kommst in die Hölle. Ich bin Sander, ich bin 23, ich komme aus Heidelberg, mache gerade eine Ausbildung zum Musikfachhändler. Meine Mutter ist deutsch, mein Vater kommt aus dem Iran. Ich bin John, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Dortmund. Meine Wurzeln sind türkisch. Ich bin Amin Al-Harun, ich bin syrisch-deutsch, komme aus Berlin, 26 Jahre alt. Da bin ich Schauspieler und Musiker. Assalamu alaikum erstmal, ich heiße Mufat. Ich bin 26 Jahre alt, ich komme aus dem Aserbaidschan, arbeite als Steuerassistent. Ich studiere nebenbei berufsbegleitend Steuerrecht. Ich bin Cem, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Nähe Hannover. Ich bin Türke. Ich bin Musiker, aber hauptsächlich bin ich Freigeist, glaube ich. Ich bin Türke. Die erste Regel bei Halal-Dating. Warte. Dann geht es ja automatisch weiter. Die anderen sagen alle so schön brav, ja, ich bin deutsch irgendwie mit iranischen Wurzeln und so. Und der direkt so, ich bin Türke, ja. Okay. Na, irgendwie haben doch alle gesagt, sie sind nicht deutsch. Oder habe ich da was verpasst? Zum Beispiel der Erste hat auch, glaube ich, gesagt, ich habe ein iranisches... Ja, genau, zum Beispiel hier der Erste, da sagt er, meine Mutter ist deutsch oder Vater. Und der andere war dann aus dem Iran oder so. Beim Zweiten meine ich auch... Hm? Ich meine, die hätten irgendwie alle nicht direkt gesagt, ich bin der und der Nationalität, sondern ich habe die und die Wurzeln. Weißt du, das ist ja für mich schon noch ein Unterschied. Okay. Aber was ich natürlich schon interessant finde hier an dem Format, also ist natürlich kein einziger Bio-Deutscher dabei. Also, warum ist das so? Können wir uns drüber streiten? Und auch da wieder meine Frage. Jetzt dieses gespiegelte Ding. Stellt euch mal so jetzt eine Dating-Show vom ZDF finanziert, wo ein weißes Mädel einen Typen sucht, weißt du, und dann kommen da nur bio-deutsche Kerle an. Und dann überleg dir mal, ob die Datteltäter sich darüber beschweren würden oder nicht. Also ich kenne das nur aus meiner Kindheit, oh Gott, wie hieß denn das, wo die Frau so hinter so einer Trennwand sitzt und da links von ihr sitzen so drei Kandidaten. Erzblatt. Mit Erzblatt, ja, genau. Da war die Konstellation noch gegeben, aber das war ja vor 20 Jahren. Wollen wir mal raten, wer es wird? Ja, wegen mir. Also ich würde sagen, der Cem hier. Also ich skippe noch mal so ein bisschen durch. Geh mal zum Anfang bitte, ja. Ja, genau. Also wir haben hier den Samyal. Also der wird's nicht. Der wird's nicht? Warum? Der sieht mir zu soft aus. Ah, okay. Aber gut, das kann natürlich sein. Die ist noch recht jung, sodass sie sagt, aber nee. Das ist so dieser... Ich empfinde dich als Freund-Typ. Das hätte ich bei ihm jetzt eher gesagt. Ich hab erstmal mit den Augen gerollt, wo ich gesehen habe, dass der 21 ist. Ich hätte ihn viel älter geschätzt. Ja, muss ich auch sagen. Vielleicht ist das so ein Passding, ne? Und es steht, der hat aber bestimmt am 1.1. Geburtstag. Weißt du, was ich meine? ich will Spaß. So, Amin. Und hier war ich überrascht. Also das hätte auch ein normaler Deutscher sein können. Ja, muss ich auch tatsächlich sagen. Hat ja, glaube ich, auch blaue Augen, wenn ich das hier richtig sehe. Wie er gekleidet ist mit den Socken und so, weißt du? Ja, genau, diese ziemlich weit hochgezogenen Socken. Diese ultra kurzen Hosen. Eine schöne Uhr. Im Kopf bin ich schon Rentner, so ungefähr. Ja, ja, dieses halt absolute Basic-T-Shirt, weißt du? Ja. Also ohne Aufzug, ohne alles. So, hier Rufat, der wird's... Ich hätte gesagt, der wird's tatsächlich. Nein, okay. Also das ist jetzt mein Tipp, so, Punkt, ja. Okay, krass. Ich kann es nicht genau sagen, warum. Shame. Er ist halt älter, erstmal vielleicht. Sie war, glaube ich, 23, ne? Ja, sie war 23. Und die anderen sind ja, glaube ich, jetzt alle jünger gewesen. Das ist immer so ein Faktor. Ja. Ja, deswegen hätte ich im Nachhinein gesagt, wahrscheinlich sogar ihn hier. Wie alt war der nochmal? Ich glaube, der war 26. Also ich komme ne genau auf das Alter hingesprungen. Ja, also, nee, Amin 21. Amin 21 ist. Ah, okay, dann. Noch. Ja. Und der sieht halt auch so ein bisschen aus, also jetzt mein Tipp da, wie so ein Bärchen, wenn du verstehst. Das ist, glaube ich, das, was sie will. Sie will nicht so einen Schlagsichen, aber das ist jetzt wirklich Kaffeesatzleserei 9000. Okay. Das wird spannend.
Warte mal, also du tippst auf Rufat und ich tippe auf... Cem oder wie er hieß. Ja, ich fand den ersten eigentlich auch ganz gut. Jetzt, komm, ich sag der erste, ich sag Samuel. Okay, okay. Ja, okay. Das wird geil. Richtig lustig. So, weiter geht's. 26 Jahre alt. Rufat? Ja, Türke. Ich bin Musiker, aber hauptsächlich bin ich Freigeist, glaube ich. Die erste Regel bei Halal-Dating lautet, verlier kein Wort übers Daten. Wir sagen kennenlernen. Zweitens, heute bei Halal-Dating musst du die Schwester unserer Kandidatin überzeugen. In 3 Runden versuchst du die Gunst der Schwester zu gewinnen. Wer nicht überzeugt, fliegt raus. Okay, das finde ich ein ganz witziges Konzept, so wie bei Date My Mom oder so. Auf MTV lief das früher, so eine Dating-Show, wo halt die Kandidaten nicht den oder den Typen oder das Mädel getroffen haben, sondern ihre Mutter. Weißt du, und müssen die Mutter dann überzeugen und die Mutter entscheidet dann, wer passt. Und hier ist es genauso, weißt du, die Schwester entscheidet dann. Ich finde es auch schön, Rettung, dass sie kennenlernen sagen statt Dating. Ja? Tatsächlich. Fliegt raus. Die einzige Rettung, das Vetorecht der Kandidatin, um die Entscheidung der Schwester zu übergehen. Drittens, nur wenn du beide Seiten überzeugst und sich ihre Auswahl überschneidet, ist es ein Match. Viertens, gibt es ein Date, bei dem du und die Kandidatin sich kennenlernen. Also um echt zu sein, ich war noch nie in einer Beziehung. Ich weiß, 23, ich war noch nie in einer Beziehung. Ich war auch noch nie verliebt. Finde ich gar nicht schlimm. Ja, so. Ich bin nicht gut mit Stress umzugehen und deswegen, glaube ich, bräuchte ich jemanden, bei dem ich einfach mal kurz abschalten kann. Was ist das Erste, was dir auffällt, wenn du jemanden siehst? Also, die wird mir immer sympathischer. Ja. Nee, auch, dass sie was Ernstes sucht, weißt du? Also. Auch, dass sie sich ihrer Schwächen bewusst ist, dass sie so schnell mal übers Ziel hinaus schießt und einen Gegenpol dazu sucht. Ja. Allererste. Ja. Größe. Ja. Aber es ist leider so. Wie groß? Jetzt hat er dich. Wie groß, Kauta, wie groß? Weißt du, was das Ding bei mir ist? Wenn wir so nebeneinander herlaufen und er nimmt so den Arm um mich und Kitty, es gibt einen Unterschied zwischen dem hier, was ich gerade mache, und zwischen dem hier. Sobald ich das sehe, dass der struggelt, sobald ich so nach links gucke, der macht so den hier. Alles gut. Nicht raus. Runde 1. Richtiges Height-Shaming hier. Also, boah, schlimm. Ja, Mensch. Als gäbe es da irgendwie biologisch irgendwas? Komisch. Der erste Eindruck zählt. Die ist so lecker. Q. Die besten so rausgepickt, ne? Okay, ganz kurz, ich bin die Layla. Ich bin, glaube ich, nervöser als ihr, deswegen alles cool, ne? Ich bin 25, ich bin die Schwester von der Kauta, die auch heute vielleicht einer von euch kennenlernen wird, ne? Die sind alle so nervös, das ist so. Sieht die jetzt eigentlich? Oder wie ist das? Und hört die plötzlich? Nee, die sehen die nicht. Nee, aber so, sie sieht die alle. Sie sieht die alle. Ah, okay. Ich dachte, sie hört die vielleicht bloß oder so. Ja, nee. Davon nicht kennenlernen wird, ne? Die sind alle so nervös, das ist so süß, ich heule. Wir haben jetzt in der ersten Runde stellt sie Fragen an euch, ihr antwortet, du pickst auch jemanden raus, du kannst alle sprechen lassen. Dieser war alle mein Type, nur mal kurz. Wow, okay, das ist eine sehr, sehr starke Frage. Welche Rolle spielt Gott oder die Religion in deinem Leben? Ich würde sagen, alles in meinem Leben so schwirrt um Allah und unsere Religion herum. Und da gibt's nur eine richtige Antwort, das war die. Ich glaube nicht direkt an Gott, kann ich die Frage nicht so direkt beantworten. Ich möchte jetzt schon mal vorgreifen, ich habe gewonnen. Ach so, okay. Ja, interessant. Okay. Aber Religion spielt in dem Sinne eine wichtige Rolle in meinem Leben, weil ich Religion sehr interessant finde. Ich möchte mich aber auch nicht mit dieser Entscheidung festlegen. Ist ja legitim, aber just not what I'm asking for. Wie stellt ihr euch euer Leben in 5 Jahren vor? Diese Frage würde ich gerne jedem von euch stellen. Ich möchte auf jeden Fall weiter sein. Ich möchte etwas in der Hand haben. Ich möchte mich selbst kennengelernt haben. Crush. Gute Antwort. Das war doch absolut nichtssagend, oder? Ja, das war so eine absolute nichtssagende Antwort. Aber gut, das siehst du, damit machst du Eindruck, ja. ich schreib's mir gerade auf. Vor allem so, auch so unkonkret, ich will weiter sein. Ja, toll, wo willst du denn weiter sein? Möchte was in der Hand haben, hat mir gefallen. Ja, ich hätte gern was in der Hand, einen Stift oder was. Was ist denn das für eine Aussage? Oh Gott. Ich möchte erstmal meine Ausbildung fertig haben und ein Ziel auch auszuziehen. Weil sonst halte ich rum noch bei meinen Eltern. Fühl ich. Erstmal habe ich sehr viel Vertrauen in Abdacht, deswegen ich zuversichtlich bin für die Zukunft. Ich liebe seine Haare. Mein absoluter Traum, dass ich in 5 Jahren mein Masterstudium beendet habe. Aber der sieht doch niemals wie 21 aus, verarsch mich doch nicht. Nee, nie. Also nie. Ende 20, come on. Ja, das ist krass. Ja gut, was ich auch witzig finde, dass sie sagt, sie liebt seine Haare. Also, ja, die sind genau ihre. Ja, das ist total witzig. Also ich hätte gesagt, gerade deswegen fände ich jetzt nicht so geil. Also ja. Ich muss sagen, ich finde, es sieht auch ein bisschen wild aus. Also
Aber gut, es hat so ein bisschen was vielleicht von 80ern. Also Jimi Hendrix oder so? Oder ja, mehr? Genau. Gerade dieses mit Lockige ist ja schon fast irgendwie sympathisch. Ja. Im Bereich der Psychologie, was mir wichtig wäre. Siehst du, er studiert Psychologie, also. Pluspunkte. Schon mal Pluspunkte, ja. Ich wäre in 5 Jahren, dass ich mich künstlerisch entwickle, das heißt als Mensch entwickle. Fühl ich. Wenn das finanziell noch etwas stabiler wäre, wäre das super. Fühl ich. Fühlen, glaube ich, einige gerade. Also ich bin mittlerweile 26 und in 5 Tagen bin ich 31 und ich denke, dann möchte ich schon eine Familie haben, wo auch jeder das gleiche Mindset verfolgt und man sich gegenseitig pusht und einfach ein Umfeld kreiert oder generiert, sage ich mal, das einfach gesund ist. Guck mal, diese Antwort, die macht es mir schwer. Okay. Warte ich an meiner Beziehung? Verdammt, Arti, dein Kandidat räumt dir ziemlich ab. Ja, die anderen waren aber auch nicht schlecht, ne? Also, Samia, gib dir Mühe. Und wenn ja, woran hat's gescheitert? Das war Girl. Ich war schon einmal in einer Beziehung. Woran hat's gescheitert? Mhm. Dass wir nicht die richtigen füreinander waren. Das ist so die Standardaussage, ne? Ja, aber das ist aber auch die Wahrheit, weil ich bin der Meinung, dass. Es gibt Seelenverwandte und das war dann nicht der Fall. Ja, ein bisschen Wischiwaschi, Freunde. Da ist schon was vorgefallen. Ich hatte auch eine Beziehung. Es hat dadurch geendet, dass ich mich der Religion genährt habe und dem Islam genährt habe und verstanden habe, dass das, was ich mache, nicht richtig ist. Und dann wusste ich, entweder muss ich den nächsten Schritt machen und das alles in die Halal-Ebene ziehen oder man macht einen Cut und dann habe ich einen Cut gemacht. Weil du dir mit ihr keine Zukunft vorstellen kannst? Richtig. Also sie war eine Kartoffel, oder? Wenn ich jetzt raten müsste. Wahrscheinlich. Und aber, das gibt wieder 10 Punkte für Current War, wie es aussieht. Aber ich bin jetzt auch sehr gespannt. Also gut, die findet den ja offensichtlich toll. Wisst ihr, er fährt hier die ganze Zeit die Religionsschiene. Wie wird es denn jetzt andersrum sein, wenn der dann die trifft und der sieht halt erstmal, die trägt kein Kopftuch, weißt du? Oh, das ist interessant. Da bin ich sehr gespannt. Also gerade, weil er scheint mir doch sehr... Ja, der Bart und so, ne? Ja, also ich will jetzt fast schon so ein bisschen Richtung fundamentalistisch. Also... Irgendwie, und das, was er sagt, hatte bis jetzt so immer was mit Allah zu tun gehabt. Ja. Also nett ausgedrückt, er ist konservativ, islamisch unterwegs. Ja, er ist konservativ. Jetzt. Das ist ja erstmal was Vorteilhaftes. Ich hatte noch nie wirklich eine Beziehung. Ich hatte nur oft so Kennenlernphasen. Aber ich habe dann schnell bemerkt, dass einfach mit dieser westlichen Art und Weise, wie dieses Daten, dass ich das nicht kann. Ich habe es versucht, mich da reinzuzwingen. Ich glaube, jeder Muslim ist irgendwie so in dieser Zwischenwelt. Okay, auf dieser deutschen Art und Weise, oder wie Allah es uns gesagt hat. Und ich habe dann halt einfach schnell gelernt, so ey, das funktioniert so nicht. Der sagt mir zu gute Antworten, Leute. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen an Laila zu stellen. Aber ich dachte... Ja? Entschuldigung, falscher Knopf. Ich dachte, das ging jetzt an alle. Was ist denn hier mit deinem Favoriten? Habe ich den jetzt irgendwie überhört? Nee, das war ja auch vorhin schon bei der ersten Frage, dass da nur 2 geantwortet haben. Also es werden alle geantwortet haben, aber die werden das halt so geschnitten haben, einfach, dass sie die besten Antworten rausgekriegt haben. Ja. Finde ich aber auch ganz gut. Ich meine... Geht's nur eine halbe Stunde. Ja, stimmt. Aufhört. Ich bin gespannt, wie Leila jetzt antwortet. Die mag es ja gar nicht fertig zu machen. Entschuldigung, ich muss nochmal das, was die Frage war. Ja. Okay. Leute. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen an Leila zu stellen über Kaufhard. Ich bin gespannt, wie Leila jetzt antwortet. Die mag es ja gar nicht fertig zu machen, deswegen. Bitte mach mich nicht fertig, Leila. An welchen negativen Eigenschaften? Natürlich. Klar. Muss sie noch arbeiten? Du bist am Arsch, Kauter. Die Kauter ist ein Sturkopf. Wenn die links sagt, dann ist links. Dann kannst du sagen, was du willst, ist links. Du kannst gegen argumentieren, wie du willst, Sturkopf. Gibt's nicht, ne? Also klassische Proletopia. Welcher Typ Mann gefällt deiner Schwester am meisten? Kauter steht auf große Männer. Genau, also ganz wichtig. nicht nur, stopp. Ist Kauter die Religion auch sehr wichtig? Das ist ein ganz wichtiger Punkt in ihrem Leben, ne? Ich brauche jemanden, mit dem ich fasten kann, Leute. Ramadan ist so einsam. Ah, schöne Frage. Warum ist es dir wichtig, dass deine Schwester einen Partner findet? Kauter arbeitet mega viel. Und ich denke mal, wenn sie einen Partner hat, ist sie auch ein bisschen ausgeglichener. Die kommt nach Hause, dann ist alles wieder cool, die kommt runter, die kann sich fallen lassen. Für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich in jungen Jahren Tante werde. Oh, was hast du gesagt? Vielen Dank an euch. Das ist wirklich eine harte Auswahl, ne? Die sind wirklich alle mein Type. Ich kann ein bisschen kochen. Wie war's denn für dich? Mega interessant. Die waren auch alle so lieb und waren nur am Lächeln. Du hast richtig gemerkt, wie nervös die waren. Kannst du vielleicht kurz zu jedem etwas sagen? Jem fand ich mega nett. Hat auch gemerkt, der hat voll versucht, seine Nervosität zu überspielen mit seinem Lachen und so die ganze Zeit. Samuel hat auch ein wunderschönes Lächeln, ist mir direkt aufgefallen. Ne? Sehr nett, auch sehr höflich, auch nur im Grinsen. Jan war auch mega cool. Man merkt, er ist halt so ein bisschen schüchterner, ne? Aber ansonsten fand ich ihn auch sehr cool, sehr nett. Amin, also Mashallah, ne? Der hat halt wunderschöne blaue Augen gehabt. Auch ganz locker, ganz cool drauf, ne? Lufat war auch ganz cool. Hat auch gemerkt, hat sich extrem geschämt. Finde ich ja persönlich voll süß. Du musst jetzt leider jemanden verabschieden. Wen wird es treffen und warum? Also ich bin ganz ehrlich, da ist mir die Entscheidung leider sehr leicht gefallen. Weil ich weiß, wie wichtig meiner Schwester die Religion ist, der Islam ist. Deswegen würde ich da leider den Armin rauswählen. Also ich kann die Entscheidung 100.000% nachvollziehen. Ich hätte es nicht anders gemacht. Da kann auch alles andere stimmen. Das ist total egal. Wenn das nicht stimmt, dann... Ich bin jetzt raus, ja. Okay.
Ja, war zu erwarten, oder? Ja, ja, ja. Ich habe mir nur kurz gedacht, naja, wir haben jetzt lange nichts erzählt, ehe YouTube uns das wegmittelt, müssen wir vielleicht auch noch beitragen. Nee, ich habe jetzt nur gerade überlegt, jetzt bei dieser Entscheidung, gut, wie es bei mir wäre jetzt zum Beispiel. Gut, ich habe halt wahrscheinlich ein ganz anderes Religionsverständnis als die Tante da. Also mir wäre es jetzt nicht so super wichtig, ob meine Freundin auch christlich ist, weißt du? Ja, selbiges. Und das, denke ich, ist auch so ein Unterschied einfach tatsächlich dann eben noch zwischen den muslimischen und christlichen Leuten. Also, dass denen die Religion sehr viel wichtiger ist. Ja, zumal wir sind hier nun mal in Ostdeutschland, wo das ganze Christentum in der DDR stiefmütterlich behandelt wurde. Also das stimmt. Wenn man jetzt hier sagen würde, ich will unbedingt eine Freundin haben, die christlich ist, dann würdest du dich wirklich massiv einschränken, was die Partnerwahl angeht. Also massiv. Ja. Ich bin jetzt raus, ja. Ich kann mir auf jeden Fall denken, warum ich rausgewählt wurde. Das ist natürlich die Religion. Die kurze Runde war für mich voll interessant. Es war zum Beispiel auch gar nicht so konkurrenzmäßig, was ich zuerst dachte, dass vielleicht so sein könnte. Das fand ich cool, dass alles so herzlich war. Die Schnellfragerunde. Wir ziehen das Tempo an. Wer kommt ins Schwitzen und wer bleibt cool? So, wir sind jetzt bei der Schnellfragerunde angekommen. Hier geht es darum, dass du einfach schnell antwortest, dass ich dir ein paar Fragen stelle. Wirklich kurz und knapp. Und das, was dir jetzt dazu einfällt, ja? Gib ihn. Das ist cool. Wie verhältst du dich in einem heftigen Streit? Gute Frage. Verhalte ich mich meistens ruhig? Also ich versuche, einen kühlen Kopf zu behalten. Sagen sie alle. Cooldown, meistens gehe ich weg. Ich versuche, ruhig zu bleiben und empathisch zu begegnen und eine gemeinsame Lösung zu finden. Er ist so gut erzogen, Leute. Er ist auch so aufrichtig, ich glaube ihm das. Gesundes oder ungesundes Essen? Gesund. Gesundes. Ich brauche jemanden, der mich besser macht. Gesundes Essen kann auch geil sein. Gesundes Essen. Hast du dich schon mal in die Schwester eines deiner Dates... Ich habe das jetzt gelesen. Was? Intelligent. Moment, was? Kunst oder Humor? Was war das gerade? Sie wollte auch fragen, hast du dich schon mal in die Schwester eines deiner Dates verliebt quasi? Also too soon. Viel zu soon. Ja, was mich auch interessieren würde, was ist eigentlich mit ihr? Hat die schon einen Freund oder? Ich würde vermuten, dass sie auch schon geworfen hat, aber ja. Ja, okay. Hast du dich schon mal in die Schwester eines deiner Dates? Ich habe das erst jetzt gelesen. Einfach, weil es auch so unpassend wäre, wenn sie niemanden hätte, aber jemanden verkuppeln soll, also ihre Schwester verkuppeln soll. Genau, und dann auch noch ihre jüngere Schwester. Das ist ja irgendwie, weiß nicht, da ist man ja dann vielleicht auch gefrusteter. Wenn du noch allein bist, weißt du, bist älter und suchst dann jemanden für die jüngere Schwester. Ja. Intelligenz oder Humor? Humor. Ich würde Humor sagen. Du musst lachen können mit der Person. Gute Frage. Humor. Ich sag euch ganz ehrlich, du kannst nicht witzig sein, ohne klug zu sein. Intelligenz und Humor ist the same shit. Das gehört für mich zusammen. Was war dein schlimmster Date-Fail? Arti, was würdest du denn sagen? Ja, also ich bin tatsächlich auf dem Trip, also jemand kann keinen guten Humor haben, wenn er nicht irgendwie eine gewisse Schleuer hat. Okay. Also du kannst keine guten Witze machen, wenn du IQ 60 hast. Ja, das stimmt schon. Ja. Dass der Psychologe das sagt, ist klar. Also hier der Kandidat, meine ich. Sie ist nicht gekommen. Zu viel Lachen. Kannst du nochmal, ich hab die... Kannst du nochmal zurück? Großen Bruder. Ja, pardon. Ich hab auch die Frage übersprungen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel besprungen. Ich glaube, hier war das... Egal, voll. Jetzt gelesen. Ja. Also. Hast du dich schon mal in die Schwester eines deiner Dates... Ich habe das erst jetzt gelesen. Egal, lass laufen. Sagen. Du musst lachen können mit der Person. Gute Frage, Humor. Ich hab's zerstört. Ich sag euch ganz ehrlich, du kannst nicht witzig sein, ohne klug zu sein. Intelligenz und Humor ist the same shit. Das gehört für mich zusammen. Was war dein schlimmster Date-Fail? Sie ist nicht gekommen. Ah, okay. Zu viel Lachen. Wir haben den großen Bruder gesehen. Und du sitzt noch hier? Ich schwöre, aber selber Gedanke. Ich hab ein Mädchen abgeholt. Wir sind rumgefahren, Late-Night-Drive-mäßig. Hab ich das Auto abgestellt und wir wollten noch Musik hören. Habe ich die Zündung angelassen? Oh mein Gott, Alter. Oh no. Nach einer Stunde wollte ich das Auto wieder anmachen, ging nicht. Musste ich den Abschleppdienst holen. Und das Problem war, ich hatte kein Geld dabei. Sie musste zahlen. Das ist natürlich eine schöne Anekdote, ja. Ja, das ist eine witzige Anekdote, ja. Das kann man immer gut bringen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, Mann. Stopp! Ja, Mann. Was machst du gegen peinliche Stille? Witze. Lachen. Reden. Ich mag es, wenn man auch einfach mal ruhig ist, aber wenn es so peinliche Stille ist. Boah, ich mag, wie ehrlich er ist. Groß oder kleine Hochzeit? Vorzugsweise kleine, islamisch Toleranz für große. Ich brauche dieses Princess Treatment. Hey Baby, wieso groß? Große, ja. Kleine Hochzeit.
Große Hochzeit. Bismillah, let's go. Freitags in die Oh, sieht schlecht aus für meinen Kandidaten. Warum? Warte, jetzt wird er wieder punkten. Jetzt wird er wieder punkten hier mit Freitags Moschee oder ausschlafen. Achso. Große Hochzeit. Bismillah, let's go. Freitags in die Moschee oder ausschlafen? Moschee natürlich. Natürlich zum Freitagsgebet gehen. Freitags in die Moschee natürlich. Ich gehe sonntags in die Kirche. Also, war nicht mehr. Kannst du ihm bitte mal die Konfessionsfrage stellen? Deswegen will ich eher ausschlafen, ja. Aber eigentlich arbeiten. Ich mag, dass er ehrlich ist, aber... Was ist denn jetzt los? Ja? Okay, der war mal Christ und ist konvertiert zum Islam, oder was? Anscheinend irgendwie, ne? Okay, also bin ich jetzt auch sehr gespannt. Ich hoffe, die fragt da jetzt mal nach. Wo kam der nochmal her? Der hatte... Der hatte gesagt, meine Mutter war deutsch oder Vater. Und Türke oder sowas. Ich glaube, Iran. Kurz war deutsch-Iraner. Oder sowas, ja. Ist, aber das ist für mich ein No-Go. Deine Mutter und unsere Mutter brauchen dringend Hilfe. Warte mal kurz, das ist für mich ein No-Go? Warte, das will ich noch mal kurz hören. Moment. Ja. Aber eigentlich arbeiten. Ich mag, dass er ehrlich ist, aber das ist für mich ein No-Go. Deine Mutter und Also, dass er konvertiert ist, anscheinend. Alter Schwede. Und da sind wir jetzt endlich mal beim Metz. Weil und die trägt kein Kopftuch. Erstens das und stellt euch noch mal das andersrum vor. Also, du hast vor dir eine Türkin, die war mal muslimisch, ist jetzt Christin. Und du sagst, das ist für mich ein No-Go. Also würdet ihr das hier beim ZDF durchgehen lassen? Würdet ihr das überhaupt ausstrahlen als Format? Ja. Das ist halt meine Hauptkritik. Also der weibliche Irfan Peci, wenn man so möchte. Ja. Merkst schon, wir sind bei der Hälfte. Ist für mich jetzt Zeit, einfach mal reinzumeddeln. Nee, weil an sich, ich finde ja eigentlich alle Beteiligten ziemlich sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Also auch so das ganze Format finde ich ganz nett gemacht, gut geschnitten. Was sie sagen, sind auch... Weißt du, es hat so ein bisschen was Unschuldiges für mich, weißt du? Das mag ich ja bei solchen. Mhm. Weißt du, also es gibt ja so Dating-Formate, die dann nur so auf irgendwelche Sexfragen abzielen, wo es sehr zotig wird und was ist deine Lieblingsstellung und hast du nicht gesehen? Aber hier geht es so wirklich um reale Themen. Auch dieses Konzept mit der Schwester finde ich gut. Aber mein Hauptkritikpunkt und warum wir uns das halt anschauen, ist halt natürlich dieses ganze... Erstmal, dass es Halal-Dating heißt. Also dieses ganze Islam-Ding da rein, vom ZDF ausgestrahlt. Also wollt ihr euch denn nicht integrieren? Also in dem Sinne, dass ihr euch vermischt mit der deutschen Bevölkerung. Ich assimiliere, warum muss es bitte. Denn, genau, warum muss es denn jemand sein, zwingend eure Religion? Ich meine, ihr lebt in Deutschland. Integriert euch. Also ich muss auch sagen, ich finde die Sendung authentisch. Hm? Aber sobald so ein bisschen, wie soll ich sagen, sobald man hinter die Oberfläche guckt, hinter die Fassade, oh Junge. Das ist ja Mittelalter. Ja, irgendwie schon. Also will man das haben? Ja. Ja, es kommt alles so nett rüber, aber es wirkt dann doch ein bisschen düsterer, wenn man da mal drüber nachdenkt. Vor allem halt gesamtgesellschaftlich. Also dieses gewollte sich abtrennen von der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist ja ein Abtrennen. Sie ist ja kein Einzelfall, ja. Die wollen unter sich bleiben. Und sie, muss ich dazu sagen, die man hier sieht, die Beteiligten, die sind ja alle noch eher liberal. Also gerade die zwei Mädels ohne Kopftuch. In den noch konservativen Fällen, da würde halt das Familienoberhaupt entscheiden, wer wen heiratet. Ja, eben. Weißt du? Und da wird das definitiv kein Deutscher sein. Da wird es nicht der Michael oder Paul sein. Ja. Da werden das auch nicht die Handeln hier aus der Show sein, weil die zu liberal sind. Genau. Das lässt tief blicken. Sondern ganz andere Typen. Und unsere Mutter brauchen dringend Hilfe. Für wen entscheidest du dich? Boah, das ist ja richtig gut hier. Sorry, Alter, meine Mutter so. Fair enough, alles richtig gemacht. Meine Mutter. Meine Mutter natürlich. Mhm. Beiden am besten, aber ja. Oh, gut gerettet aber, wa? Der Einzige, der gerettet hat. Leila, wie war das für dich eben? Mega lustig. Bei Jem hast du gemerkt, ne, der war noch so sich voll am Rechtfertigen, warum er das so und so machen würde. Aber fand ich auch richtig cool, also tolle Antworten gegeben. Samyans Antworten fand ich auch ganz gut. Samyal! Er war so am Lachen und ich so, nee, ich kann das nicht. Voll die ansteckende Lache, ja. Ich finde ihn generell als Person sehr interessant, weil er das Psychologie studiert, finde ich. Wow. Ich habe ihm die Fragen gestellt und der straight on, nur ein Blick auf meine Augen, so was kommt als nächstes, ne? Bum rausgepowert, ne? Hast du schon deine Entscheidung getroffen, wen du in dieser Runde rauswählst? Das fiel mir schon schwer, muss ich schon sagen. Aber da war eine Antwort, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Samyal freitags nicht in die Moschee geht. Ach, das ist scheiße. Gerade. Aber I'm sorry, also wenn er jetzt gesagt hätte, er geht nicht in die Moschee, ist okay, wir können daran arbeiten. Aber er ist halt gar nicht als Muslim, deswegen nee. Ist ja gar nicht Muslim? Oh, warte mal. Okay. Ich dachte, er wäre wenigstens konvertiert oder so. Da haben wir vielleicht Unsinn erzählt. Okay. Also er hat ja gemeint, früher war er in der Kirche. Ja, vielleicht ist er jetzt einfach Atheist. Okay. Bin gespannt. Mal schauen, ob er das auf den Punkt bringt. Wie war die Erfahrung für dich? Hey, cool, hier gewesen zu sein. In so einem Studio vor laufender Kamera, das war mein erstes Mal. War eine entspannte Atmosphäre, alle waren cool drauf. Ich denke, ich bin rausgeflogen, weil, als ich gesagt habe, dass ich lieber ausschlafe, als in die Moschee zu gehen. Ich glaube, das war der Knackpunkt. Ich glaube schon, dass sie eine starke Persönlichkeit hat. Deswegen glaube ich, dass sie halt eben gesagt hat, gut, ich weiß, was ich will und er ist nicht das, was ich will.
Unter den wachsamen Wie sie halt immer wissen, dass sie wegen der Religion rausgeflogen sind, das kommt mir echt seltsam vor. Eben, das ist halt auch. Ach, das ist doch schon, wie du sagst, ziemlich gruselig. Also, worum geht's hier letztlich, ist so ein Religionskampf. Also, wenn jetzt am Ende wirklich dein Typ gewinnt, dieser Rufart, ich finde den bei Weitem am unsympathischsten von allen fünf, muss ich wirklich sagen. Also, der kommt mir ziemlich humorlos. Aber er ist älter. Trocken. A ist älter und B, er will in 5 Jahren hier einen Geburten-Dschihad starten. Ja, ja. Und er ist halt am religiösesten. Scheint mir so. Ja. Easy also, wenn der das am Ende gewinnt, dann ist es hier wirklich gruselig. Dann ja. Wirst du richtig mad. Ja, werde ich hier richtig mad. Und was ich jetzt mal sagen wollte wegen dem Samyal, also da hätte ich jetzt wirklich hier noch gern was gehört gehabt. Also vielleicht könnt ihr Zuschauer uns dazu was sagen, ob ihr das anders verstanden habt. Weil in der ersten Runde, da hatten sie doch schon was über Religion gefragt. Warum ist dann da nicht rausgeflogen? Weil sie da noch dachte, dem geht's um Christentum oder was. Also für mich stellt sich halt die Frage, ist er jetzt Christ gewesen? Also was ist er jetzt? Ist er jetzt zum Moslem geworden oder irgendwas? Ja, ich denke, du wirst recht haben, dass er so atheistisch unterwegs ist irgendwie. Weil er sagt ja, er ist am Sonntag in die Kirche, jetzt aber nicht mehr. Ja, ja. Ach, es war irgendwie seltsam, ja. Im Augen der Schwester treffen die Männer nun auf unsere Kandidaten. Wer behält die Nerven und kann beide von sich überzeugen? Freut mich, euch kennenzulernen und euch jetzt auch so zu sehen. Ich habe ein paar Fragen. Ich zeig einfach auf die Person, die redet und die antwortet dann. Ist das cool? Gute Idee. Okay. Was ist das Kitschigste, das du jemals für jemanden gemacht hast? Und weil beide gucken weg, deswegen fange ich mit dir an. Ich glaube, diese Adventskalender, die man selber macht, diese 24 Tage. Oh. Bluff. Also, ne, ist viel Arbeit und so, dies, das. Wieso machen die das? Ich denke, die sind alle hier so strenge Muslime. Wieso kommt da der Coca-Cola-Weihnachtsmann zu euch? Hallo? Gute Frage, ja. Das ist tatsächlich eine interessante Frage, ja. Gut. Wahrscheinlich, weil die, und da haben sie nicht Unrecht, man muss halt dazu sagen, diese ganzen Weihnachtsgebräuche, die wir haben, wie eben auch ein Weihnachtskalender, das sind ja keine christlichen Bräuche. Das hat ja alles nichts mehr mit Religion zu tun, eigentlich, was wir mittlerweile machen. Ja, ja. Ja, also beim Adventskranz könnte man sich noch drüber streiten, weißt du, dass man sagt, ja, 1., 2., 3. Advent, das sind ja auch kirchliche Feiertage und alles. Aber so, sonst was abgeht, na klar, Weihnachtsmann, Geschenke, Schokolade essen in dem Kalender. Wie war das eigentlich? Ist der Nikolaus das höhere Fest, ne? Und das Weihnachten an sich ist eher so nach hinten gestellt, ne? Boah, kann ich dir jetzt nicht mal sagen. Ostern ist, glaube ich, das höchste Fest. Ja, Ostern ist natürlich das höchste Fest des Kirchenjahres, genau, genau. Ja, Weihnachten ist auf jeden Fall nicht das höchste. Ob Nikolaus dazu besteht, kann ich dir jetzt leider gar nicht sagen. Ich würde aber schätzen, nein, weil bei Weihnachten geht es um Jesus, bei Nikolaus nicht. Wer gewinnt? Jesus. Jesus ist Trumpf. Also. Ja, ich bild mir ein, aber das ist ja egal. Das können wir ja gerne nochmal recherchieren. Okay. Du hast recht. Offensichtlich habe ich für ein Mädchen schon mal ein Lied geschrieben. So. Jan? Wo soll ich anfangen? Es gibt viele. Bist du so ein romantischer Typ? Also ich bin in Bollywood-Filmen aufgewachsen. Und deswegen, okay. Genau. Ja. Beispielsweise habe ich, als ich dann im Urlaub war, habe ich für jeden Tag, an dem ich nicht da war, Briefe geschrieben und dann meinem Kollegen gesagt, dass er die immer jeden Tag vorbeibringen soll zu ihr. Und ja. Der süßeste Mann auf der ganzen Welt, Hilfe. Also wie das muss ich sagen, war wirklich eine unfassbar geile Antwort. Ja. Also, sehr romantisch. Ja, absolut. Wie würdet ihr mich überraschen? Was wäre in eurem Kopf, wenn ihr so eine Überraschung denkt? Also wenn ich es jetzt sagen würde, dann könnte ich ja nicht mehr überraschen. Da hast du recht. Boah, der ist so schlau. Also ich bin halt so ein großer Fan von, ey, lass mal spontan einfach da und da hinfahren. Ausflüge also, ne? Einfach so, ey, was machst du gerade? So, ja, keine Ahnung, ich wollte nur zu Hause chillen. So, okay, weißt du was, lass einfach mal nach Bayern. Okay. Was geht in Bayern? Keine Ahnung, Bayern. Warum willst du nach Bayern, Bruder? Keine, was geht in Bayern, Bruder? Ich weiß gar nicht, ich will nicht nach Bayern. Wie sieht's bei dir aus? Wie würdest du mich überraschen? Mit vielen Geschenken, mit Aufmerksamkeiten, über Sachen, über die du redest, Kleinigkeiten. Vielleicht stört dich schon lange etwas und ich überrasche dich damit, indem ich das erledige oder ich das für dich mache. Solche Sachen. Oh. Ja, auf lange Sicht wahrscheinlich eine gute Strategie. Ja. Okay, ja. Also gehen wir mal jetzt von einem Szenario aus, wo wir heiraten würden. Dann würde ich ja im Vorlauf, also circa ein Jahr vorher wissen, dass wir dann noch heiraten. Dann würde ich für die Hochzeit vielleicht üben zu singen und für dich dann eine Choreografie machen, von der du natürlich nichts weißt. Und jetzt habe ich eine Frage an euch alle. Was ist euer größter Traum im Leben? Was ist das größte Ziel für euch? Also in erster Linie. Wenn jetzt ja wieder irgendwas mit Religion oder Allah sagt und der dann gewinnt, dann raste ich aus. Ich sage, die Antwort wird Linie so was sein wie erfolgreich sein. Viele Kinder, die ich
getreu dem Propheten seinen Wurf erziehe. Ja, genau, 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 genau sowas, genau sowas, ja, 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 genau sowas erwarte ich hier, ja. Also in erster Linie erfolgreich sein und etwas in der Welt hinterlassen haben. Ich meine jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass ich ein Denkmal haben möchte oder sonst irgendwas, sondern einfach wissen, dass ich etwas geleistet habe, aber dass ich gleichzeitig das auch mit dem, was Allah uns gegeben hat. Ja. Oh mein Gott, fühle ich sehr. Ich würde das so in... Ich muss kurz passieren. Oh, der hat Allah gesagt, fühle ich sehr. Ja, ja. wie so dieser Pavlovsche Hund. Ja, auf jeden. Da kommt so der Klicker, so klick, klick, klick. Allah, klick, Allah. Klick. Ja. Und dann leuchten die Augen, ja. Es gibt einmal den religiösen Aspekt, also glaube ich auch fest daran, dass jeder Moslem Allahs Wohlgefallen haben will. Und was das Weltliche angeht, finde ich, dass man für seine Familie, egal was man jetzt Familie nennen mag, da war und dass deine Familie auf dich stolz und auf dich bauen kann, dass du so jemand festes und so einen guten Charakter hast. Also dein Ziel ist es quasi, ein guter Mensch zu sein? Richtig, auch als so Provider und sowas. Okay, verstehe. Wie sieht es bei dir aus? Wenn ich mit 90, wenn ich so alt werden sollte, sagen kann, okay, ich glaube, in den meisten Dingen ist Allah zufrieden mit mir gewesen, wie ich gehandelt habe und wie ich gedacht habe, dann wäre ich auch zufrieden mit mir selbst. Und auf der anderen Seite, dass ich am Ende auch wirklich das mache, wofür ich es jetzt gerade tue, nämlich Menschen zu helfen. Wenn man die Welt eines Menschen verbessert, verändert sich dann vielleicht das gesamte Umfeld dann von diesen Menschen. Ach, richtig triefende Antworten, aber jeder hat einmal Allah gesagt. Mindestens. Ja, es ist wirklich gruselig. Und wie gesagt, ich sag das ja selbst als Christ, also es ist doch auch irgendwo peinlich. Also, ich weiß nicht. Es ist so ein Grob, oder? Wie man es so schön sagt. Ja, also es ist so eine, also ich finde es einfach viel zu übertrieben. Ich finde es viel zu übertrieben. Also wenn ich jetzt hier in so einer Runde wäre, ich würde jemanden treffen wollen, weißt du? Und dann hätte ich wegen mir drei Christinnen vor mir. Und dann reden die alle sowas von Gott und so. Das wäre selbst mir zu viel, weißt du? Ja. Also, ja. Gut, auch da wieder, so. Vielleicht bin ich das falsche Beispiel, weil ich da noch zu liberal bin in meinen Glaubensvorstellungen. Aber das ist das, was mir dann wieder unsympathisch ist, muss ich wirklich sagen. An sich haben die ja alle einen guten Eindruck gemacht, wirken eigentlich alle ganz nett, aber wirklich dieses ganze Allah-Gefasel, also das ist, es ist rückständig. Und genau das ist das Problem, warum die Integration denen so schwerfällt in unsere Gesellschaft, warum die sich so abschotten, weil die halt immer nur in ihre scheiß Religion denken. Ja, auch weil Deutschland halt nichts Besseres zu bieten hat, wo die sagen, oh, dann nehme ich das. Hier ist ja nichts. Hier ist ja kein Unterbau. Außer der Wirtschaft, ja. Ja, ja. Toll. Ja. Es erinnert mich übrigens so ein bisschen an Barbie, wo auch gefühlt jedes zweite Wort Patriarchat war. Das ist, könnte man auch ein gutes Saufspiel hier draus machen. Ja, wir brauchen eigentlich so einen Counter, wie oft die Allah sagen. Ja. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nenn so viele Dinge, wie du möchtest, aber was ist das Wichtigste für dich bei der Erziehung deiner Kinder? Mir ist sehr, sehr wichtig, dass die Arabisch lernen. Arabisch lesen und schreiben. Ich hab warum? Voll integriert, warum? Die Frau. Warum zum Fick ist es dir wichtig, dass die okay, warte, ich möchte lösen, damit sie den Koran im Original lesen können. Ja, ja, genau, das wird so sein. Okay, wir lassen sie kurz antworten. Die Arabisch lernen, Arabisch lesen und schreiben. Ich habe erst so marokkanische Kultur so richtig für mich lieben gelernt vor 2-3 Jahren und ich bin 23. Ich würde mir wünschen, dass ich meinen Kindern meine Wurzeln viel früher schon beibringe. Und mir ist auch sehr wichtig, dass wir denen Toleranz beibringen. Also ich will ein Kind haben, was vollkommen cool damit ist, mit Deutschen chillen, zu chillen, mit jemandem zu chillen, der Christ ist, der Atheist ist, der was auch immer ist. Einfach kein Hass, einfach offen und tolerant. Laila. Ja? So, wie war die letzte Runde? Du hast sehr viel gelacht. Was fandest du am sympathischsten? Mit dem Kalenderbasteln finde ich richtig lustig. Oh mein Gott. Ich fand das so süß. Hat sich das dadurch, dass du jetzt hier saß, nochmal den Bild zu den Kandidaten von vorher verändert? Mhm. Ah ja. Darf ich fragen, wie es vorher war im Ranking? Jam war davor bei mir Number 1. Ich mochte, dass er so sympathisch ist und ich mochte seine Stimme. Und ich mochte, dass er sehr witzig ist. Angenehmer Typ einfach. Auf dem zweiten Platz war Jan, weil ich mochte, dass er einfach so gut erzogen ist und so respektvoll. Ich mag das. Und dann als drittes wäre Rufat gewesen. Und jetzt hat sich das gewechselt. Es hat sich komplett verändert. Gibt es ein Date? Und wenn ja, mit wem? Ich mag, dass er die ganze Zeit Augenkontakt hält. Ich mag, dass er... Alter, es wird jetzt dieser Rufat-Typ. Ich sag's dir, weil das der religiöseste ist. Hey, es ist einfach nur eine Clownswelt. Ja. Clownsveranstaltung. Oder wie wäre jetzt dein Tipp? Ich sag, das wird jetzt so ausgehen. Ich sag, das war ein Heimspiel. Ja, ich würde auch sagen, ja. Ja, die ganze Zeit nickt. Das, was bei dem anderen, also in der Politik immer der Linkeste im Raum gewinnt, ist hier der Religiöseste im Raum gewinnt. Wenn ich was sage, er hat mich gefragt, ein anderer. Sorry, ich muss noch mal kurz Pause machen. Mich würde dann wirklich mal interessieren, was aber dieser Rufat sagt. Also zu dem Mädel hier. Also ich meine, das Kopftuch ist ja eine Sache, aber auch
die Kleidung. Ich meine, das ist ja das Nächste. Also wir wissen ja alle, im Islam eigentlich ist ja so bestimmte Kleidung vorgeschrieben, einfach, dass man eben nicht so körperbetont sich kleidet. Und schau dir mal dieses, ich finde, durchaus hübsche Kleid hier an, was er hat. Also, ja, es bedeckt ja schon mal fast den ganzen Körper. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt. Das ja, aber es tut halt sehr ihre Rundung betonen. Also ja, dann das halt ist diese auf offenen jeden Haare Fall. Und alles. Also ich weiß nicht, ob das so dem seinen klassischen Religionsvorstellungen entspricht. Ich würde sagen, Allah regelt das. Ja, vielleicht ist es so, naja, gut, nee. Das ist, nee. Okay. Naja, ich weiß nicht. Das Problem ist halt immer bei sowas, also das sind ja hier reale Menschen. Ich denke mir halt immer so ein bisschen, wenn ich jetzt hier über die rede, ich will ja auch nicht zu fies sein. Aber, mal ganz vorsichtig gesagt, bei diesem Rufat. Ich meine, es gibt ja nun mal viele so Beispiele. Vielleicht ist es auch so einer, vor der Hochzeit ist er noch ganz nett, weißt du? Mhm. Hat zwar seine Religionsvorstellung und pipapo, aber nach der Hochzeit kommt das voll raus. Und dann sagt er halt, ja, du musst dich jetzt so und so kleiden zum Beispiel. Ich will jetzt, dass du wirklich mit dem Kopftuch anfängst und so und du brauchst weitere Kleidung und pipapo. Das könnte ich mir bei dem vielleicht durchaus vorstellen. Ja, ja. Definitiv. Vielleicht nicht so mit der... Mit dem Fuß durch die Tür. Ich glaube, das ist nicht das richtige Sprichwort, aber so langsam, so über ein, zwei Jahre so. Ja, ja. Allah gefällt nicht, was du da anziehst. Ja, ich glaube, da ist manchmal auch sehr dominant. Die braucht auch manchmal jemanden, der die runterholt. Der sagt, ey, bist hier nicht weiter, ne? Und ich mag, dass er mich ab und zu mal gemobbt hat. Er hat ein paar freche Sachen gesagt und er war auch mal nicht meiner Meinung. Ihr habt euch für dieselbe Person entschieden. Mir ist aufgefallen, dass, wenn sie eine Frage gestellt hat, an so was ich zugehört. Es war ja klar, also, der Religiöse ist im Raum gewinnen. Es gibt's doch gar nicht. Als würde sie ein bisschen hoffen, dass er die richtige Antwort gibt. Ich bin voll stolz, ich bin stolz auf mich. Wow. Ich bin richtig stolz auf mich. Warum soll ich nicht stolz auf dich sein? Ich meine, ich weiß ja, wie du dich entschieden hättest. Ja, okay, du hast recht. Also ganz kurz, ich muss auch noch was sagen. Ich fand alle super. Naja, aber... Let's go on a date. Oh mein Gott, die kann es kaum abwarten. Ich habe so langsam. Sag mal. So, Schwester, ich höre alles, ne? Oh, echt? Warte mal, hört sie? Sie hat anscheinend keinen Ring am Finger, ne? Die große Schwester, oder? Ich habe jetzt mal so ein bisschen versucht, drauf zu achten. Ach so. Also vielleicht gibt es da noch Folge 2 mit vertauschten Rollen. Mal sehen. Ja. Ja. Okay, seid ihr ready? Sie. Let's go. Die hat sich extra auf die Seite gesetzt, weil es ihre Schokoladenseite ist. Mhm. Wie schnell verliebst du dich, Gotha? Wow. Sehr langsam. Super langsam. Slow-mo. Mhm. Woran machst du das fest an dir selber? Ich glaube, ich habe ein bisschen Bindungsängste. Sobald etwas meinem Herzen ein bisschen näher kommt, also sobald ich merke, ich verliere die Kontrolle, und das ist verliebt sein, bin ich raus. Ich bin Kontrollfreak. Wolltest du was sagen, Arti? Verdammt, ich habe mich wollen wir das rote Flaggenspiel machen? Gerne. Was meinst du? Also das, was sie jetzt erzählt hat, war schon mal so... Eine rote Flagge. Ich bin ein Kontrollfreak. Ja. Wäre schon mal die erste tatsächlich, ja. Ah, okay, tatsächlich, ja. Okay. Safety ist so ein Kontrollfreak. Und wie soll das dann weitergehen? Ich habe mich verändert. Ah, ja. Ich verstehe. Ich habe die letzten 2 Jahre nicht gedatet. Und ich habe ein bisschen Selbstentwicklung gemacht. Aha. Was ist dir am meisten... Auch da, ich habe da so... Ich sehe hier so leise Widersprüche. Sie hatte erst wobei, vielleicht ist das kein Widerspruch. Sie hat am Anfang gesagt, sie hat noch nie eine Beziehung gehabt. Und jetzt sagt sie, sie hat seit 2 Jahren nicht gedatet. Also heißt es, davor hatte sie zwar keine Beziehung, aber gedatet. Vielleicht heißt es das. Ja, vielleicht wie der eine Kandidat vorhin so gesagt hat, er hat zwar schon mal so Kennenlernphasen gehabt, aber das ist dann jedes Mal im Sande. Ja, okay. Vielleicht so okay, auf der stimmt. Schiene. Wahrscheinlich so, hast recht. Ja, am meisten aufgefallen an mir. Also deine Haare auf jeden Fall. So, ich glaube, die fallen jedem zuerst auf. Und dann hast du wirklich sehr bezaubernde Augen. Wirklich sehr schöne Augen. Die Frage passt gut zu uns beiden, finde ich. Glaubst du, Kauta, dass es Menschen auf der Welt gibt, die füreinander bestimmt sind? Safe. Nasib? Ich glaube schon, dass es den Nasib gibt, aber ich glaube auch daran, dass du ihn nicht zwangsläufig in diesem Leben treffen musst. Ich kenne auch genug Leute, die aus meiner Familie, die alleine gestorben sind oder alleine alt geworden sind und wirklich nie jemanden gefunden haben, einfach weil es nie gefunkt hat. Oh. Warte mal kurz, Arti. Was hat die gesagt? Nasib? Ist das irgendein islamisches Wort oder was? Anscheinend für dieses finde also deinen Seelenpartner. Nasim ist ein Arabic Term used in many languages. Ja, genau, okay, es wird irgendein arabisches Wort sein. Ah ja, okay, it can be understood as one's share in life. Also das Schicksal, aha, sowas in der Art.
Ich glaube, das hatten die alten Griechen auch schon, dass die gesagt hat, man hat immer nur so die eine Hälfte vom Herzen und du suchst ja, die ganze Zeit die andere Hälfte und wenn du sie dann Platon, findest, ne? So. Ja. Klar. Oh. Was ist das Schwierigste daran, mit dir auszugehen? Eigentlich bin ich da ziemlich, leicht. Ich habe keine großen Erwartungen, wenn du was geplant hast, dann mache ich immer gerne mit. Wenn ich was geplant habe? Wenn es mal dazu kommen sollte, dass ich 99 mal plane und du einmal, dann verstehst du. Okay. Der Chart gerettet, no wow, der ist gerade nicht so. Scheiße. Das Einzige, was, wo ich einen Knacks habe, ist, wenn ich essen gehe zum Beispiel, mir gefällt eine Kleinigkeit nicht, dann sage ich das sofort. Dann sage ich, ey, mein Essen gefällt mir nicht. Wirklich? Ich zurückgeben, ja. Also ich kann das für dich gerne übernehmen in Zukunft. Rufst du die Kellnerin zurück? Ja, cool. Bist du so jemand? Ja. Boah, krass. Heftig, ne? Das ist wirklich heftig. Ich bin wirklich das komplette Gegenteil. Deswegen. Ich bin so, wenn ich, ich übernehme das nicht. Ich habe mir einen Fischmeck bestellt und die geben mir irgendwas mit Bacon. Dankeschön. Geh raus, ich schmeck das nicht. Ich weiß immer noch nicht, wann nach Hause. Nee. Oh. Der ist mir so scheiße unsympathisch, dieser Typ. Ja, er lässt halt den Macker raushängen. Das ist, ja, total. Das ist sehr dominant, das ist super. Ich finde es anstrengend. Vielleicht steht ihr da drauf, aber ja. Naja, ja. Meine Mutter mag mich nicht. Was machst du? Ich würde natürlich mit dir darüber reden, was die Punkte sind, die sie an dir stört. Und dann würde ich natürlich mit dir auch das nochmal reflektieren. Und da muss man natürlich schauen, wer mehr Recht hat oder wer nicht. Weil bei uns ist es ja so, du wärst ja dann quasi meine neue Familie. Von außen können viele Leute was sagen, aber es geht im Endeffekt ja nur um dich und mich. Wo ist ja based die Antwort tatsächlich? Ja, ja. Da können sich auch viele Deutsche was abschneiden von der, um das Schwiegermutter-Trauma zu bekämpfen, ja. Auf jeden Fall, ja. Oh, hat er richtig süß gesagt. Bist du an sich so ein eifersüchtiger Mensch? Oh, gute Frage. Wollte ich auch gerne fragen. Ich bin auf jeden Fall nicht toxisch eifersüchtig, aber ich bin auf jeden Fall ein gutes Maß an Eifersucht, ja. Krass. Mein Ding ist eher so mit Dingen. Wie, mit Dingen? Wie deine Arbeit ist dir gerade wichtiger als ich. Ah, wie mal den. Deine Freunde sind dir gerade wichtiger als ich. Also kannst du gut anstrengend sein, was das angeht. Der ist geil, ne? Ich finde das richtig gut, wie der ist. Ich feiere das. Ich finde es eigentlich eher ein fairer Anspruch an meinen Ehemann, I guess. Ich suche den Vater meiner Kinder. Ja. Da darf ich auch ruhig den Anspruch haben, dass er sich heute Abend nicht mit deinen Jungs trifft, wenn ich ihn brauche. Darfst du. So. Das war eine gute Antwort, auch von ihr, ne? Wow. Back to you, bist du eifersüchtig? Ja, sehr. Ja? Auf alles, was sich bewegt in deiner Nähe. Rote Flagge. Bei beiden jetzt, ne? Ja. Aber das wird so, was die Wahrheit, ne? Aber so auch. Denkst du? Ja, unbedingt. Ich weiß nicht. Doch, die passen wie Arsch auf Eimer. Gesunden Maß würde ich fast schon nicht sagen, ist fast schon ungesund, aber... Kurze Rücke. Also reden wir jetzt gerade darüber, was du anhaben darfst. Was ich anhaben darf? Also, ne? Oh, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt der Punkt, den du ja vorhin so mal ausgeweitet hast. Eben, also ich sag immer noch, vielleicht hier vor der Kamera wirkt das hier ganz nett, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn das jetzt hier vorbei ist und die Kameras aus sind, dann will der nichts mehr mit der zu tun haben. Mal sehen. Etwas, was ich nicht anhaben darf? Also ich finde, grundsätzlich, eine Frau muss sich vernünftig kleiden. Also die Klamotten repräsentieren ja dich. Aber du, wie du dich gibst mit den Klamotten zusammen, das ist nochmal was anderes. Also ich merke, du machst das für dich selber. Und das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Und wenn du das für dich selber machst, dann gibt es ein paar Sachen, da kann ich die Augen mal zukneifen. Aber wenn du merkst, dass ich gerade nicht einen Minirock anziehe, weil ich den einfach unnormal schön finde, sondern weil ich finde, dass ich dadurch eine schöne Figur habe und möglicherweise andere Leute die Figur auch schön finden, dann ist es ein Ding. Kommt vor, was willst du mit dem Rock machen? Rausgehen? Achso, nee, ich dachte eher zu Hause mit Minirock chillen. Herz sogar. Kannst du gerne machen. Natürlich rausgehen. Sei einfach ehrlich. Minirock, ja, nein? Nein. Kurz gesagt, ich lass mir eh nichts verbieten. Mhm. Aber wenn man Kompromisse findet, wenn ich dich gern habe, dann mache ich das ja. Oh, jetzt. Aha. Okay, das ist spannend. Und da kommt die Reibung. Jetzt ist da vorbei. Jetzt ist vorbei. Genau, da ist es vorbei, sage ich. Auch, ja, auch von der ganzen Art her. Ich denke, die ist am Ende zu. Er hat zu sehr einen eigenen Kopf. Also ich glaube wirklich, er sucht wirklich so eine, die im Kopf so rumläuft. Von vornherein schon. Also, ja, und sie ist halt eine Heuchlerin, weil sie sagt, oh, genau, ich bin so religiös. Und ich habe vor 2 Jahren die marokkanische Kultur entdeckt. Also das wirkt für was mich alles... Was immer das doch sein soll, ne? Ja, das wirkt irgendwie gekünstelt bei mir. Also so, naja, wie soll ich sagen, so die Religion als Lifestyle-Ding. So ja, irgendeine Kultur suchen, weil man sonst nichts hat. So. Ja, genau. Also so ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Thema Klima, dass man sagt, ja, das ist jetzt quasi meine Religion, das ist jetzt so mein Ding. Ich richte jetzt alles nach dem Klima aus, ich kaufe mir jetzt, ich achte jetzt darauf, ob die Pfanne, die ich kaufe, nachhaltig gebaut wurde und was weiß ich. Aber viel ist da nicht dahinter, weil ich trotzdem in Urlaub fliege. Und bei ihr ist es doch ähnlich. Ja, Religion ist mir ja so wichtig. Aber ich ziehe mich halt so an, wie ich mich anziehe. Hast du gerade gesagt, dass die Pfanne nachhaltig gebaut wird? hast du mir das denn erzählt?
Ach nee, das hatte ich im Honigforum gelesen. Ja, ich halte wegen Gemüsepfanne. Ach so. Nee, da hatte einer gemeint, dass er ein Gespräch überhört hat von zwei Leuten. Ja. Und zwar zwei Frauen. Und da haben die sich wirklich minutenlang über eine Pfanne unterhalten. Da meinte die eine letztlich, naja, ich bin dann dazu übergegangen, dass ich mir die Pfanne nicht gekauft habe, weil die Nutzungsdauer, also wie lange ich die benutzen werde, das steht in kein Verhältnis zu dem CO2, was ausgestoßen wurde für die Herstellung dieser Pfanne. Ah. Ja, dann geh auf den Flohmarkt und hol dir eine, aber halt die Fresse. Ja. Aber jedenfalls, nur um nochmal kurz hier zurückzukommen, also ja. Bei ihr sehe ich auch dieses Lifestyle-Ding. Und ich sag's nochmal einfach an den Klamotten, weil das Kleid, was sie anhat, ist einfach zu eng dafür, für dieses ganze Islam-Ding. Und auch diese offenen Haare. Entschuldigung. Ich denke, bei ihm sind jetzt so zwei Sachen im Kopf, die so widerstreiten. Halt ihre Aussage und dieses, der andere Punkt, naja, die kriege ich schon beackert, die kriege ich schon umgepolt, richtig. Heiß ist sie ja auch, weißt du? Richtig. Genau, und genau deswegen sage ich, also es besteht hier für mich die Gefahr, dass es sich am Ende als ein ganz krasser rausstellt nach der Hochzeit, weißt du, dass sie dann gar keine Freude mehr hat. Dann schön zu Hause rumschimmelt. Den ich Leuten bin mir ziemlich sicher, dass er so ein Hardliner ist. Naja, das so, klar, aber ich meine, also wenn ich die wäre, wäre ich vorsichtig bei dem. Das will ich nur sagen. Ja. Gerne. Schreib deinem Gegenüber einen kleinen Text. Wow. Den du ihm oder ihr nie schreiben würdest und lies es laut vor, wenn du willst. Rufert? R-U-F-A-T. R-U-F-A-T, okay, nicht V. V? Wie werde ich denn geschrieben? K-A-U-T-H-A-R. Falsch. K-A-O-U-T-H-A-R. Sind schon süß, ne, zusammen? Wer möchte denn anfangen? Ich habe einen kurzen Reim. Ich kann es so gut. Ist den eigentlich so heiß oder warum wedeln die sich hier immer Luft zu? Oder soll das irgendwie so wirken wie. Oh, ja, die schwitzen halt gerade so. Erregt. Ja, okay. Das ist denen peinlich. Ja. Auf dieses Wort, aber. Das ist mein Name wahrscheinlich, ne? Ja, verdammt. Okay. Lieber Rufat, auf das alles, was du vorhast, funktioniert und gelingt und noch was. Gott segne dich, deine Sis und deine Mutter. Amen. Amen. Hä? Warte, ich hab's jetzt nicht verstanden. Ich sollte noch was schreiben, was die niemals sagen würden. Oder ja. So? Und dann ist das hier sowas Banales. Ich hab den letzten Satz nicht ganz verstanden. Ja, wir können den dann nochmal machen. Das war einfach nur sowas wie alles Gute. Okay. Lieber Rufat, auf das alles, was du vorhast, funktioniert und gelingt und noch was. Mensch. Gott segne dich, deine Sis und deine Mutter. Amen. Amen. Deine Sis und deine Mutter? Genau, deine Cis-Frau. Nein, deine Sis, deine Schwester, deine Sister. So. Seine Schwester soll gesegnet sein, ja. Seine Cis-Frau, Schwester. Ja. Ich raff den Witz nicht, ehrlich gesagt, aber ist doch egal. Es ist kein Witz, ach so, mein Witz. Na, egal. Okay. Ich will es jetzt auch nicht erklären. War schon süß, oder? Ja, dankeschön. Okay, ich habe geschrieben. Hi, Kauter. Hi. Ich habe dich heute zum ersten Mal gesehen und bin sehr positiv überrascht. Deine Präsenz erfüllt den ganzen Raum. Vorsicht! Und dir zuzuhören beruhigt ein. Egal, wie das hier ausgehen mag, ich hoffe, du bleibst, wie du bist. Vorsicht! Nein! Oh, süß. Ich kann nicht, dankeschön. Ja, aber, Entschuldigung, sollten die nicht was schreiben, was sie dem anderen nie sagen würden? Eben, also dann ja, die Aufgabe war jetzt auch ein bisschen komisch. Naja. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Na, egal. Okay. Also, bringen wir es zu Ende, oder? Ja, bringen wir es zu Ende. Also, aber bis zur ersten Hälfte fand ich es ja gut, aber dann wurde es richtig gruselig. Das ist irgendwie oft so bei diesen ganzen GZ-Produktionen. Wie war's für euch? Mega cool. Mega. Ja. Er ist älter und er ist sogar größer, sieht man das mal. Also, er hat doch schon alle Checkboxen erfüllt. Aber waren die anderen auch alle? Ja, okay. War spannend. Ja, fand ich auch richtig witzig. Ich habe viel Neues über mich herausgefunden. Ich fand, das war eine sehr schöne neue Erfahrung, die man gemacht hat. Ich habe mich voll gefreut. Dankeschön. Na, dann ist doch super. Gab es etwas, was euch überrascht hat? Ja, wie gesagt, ne? Also ich finde es voll cool, dass du so frech bist. Ah, weil die Kotter braucht das ja. Okay. Du bist schlagfertig, du hast so bestimmte Antworten immer drauf. Meint ihr, es gibt eine Möglichkeit, dass ihr euch vielleicht danach noch in Kontakt stehen bleiben möchtet? Ich finde Entfernung ein bisschen schwierig. Aber allen anderenfalls, alles andere passt meiner Meinung nach. Ich zitiere jetzt Senna Gamur, Grüße gehen raus. Wenn der Mann dich will und wenn das passt, dann kann er aus Timbuktu kommen und der wird kommen, dich zu sehen. Punkt. Ist einfach so. Oder? Ja.
Aber danke für eure Ehrlichkeit und danke, dass ihr teilgenommen habt. Also allgemein, ne? Ich finde euch alle so toll. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein durfte. Und danke für alles. Ich weine gleich. Du bist ja der süßeste Mensch auf der ganzen Welt. Okay, weiter, es tut mir leid. Red weiter. Warum unterbrichst du mich? Du weißt doch jetzt, dass ich alles vergessen habe. Ja, sprich, es tut mir leid. Und gerade auch die Jungs hinten, die mit mir den ganzen Tag heute verbracht haben, wirklich sehr super Jungs. Vielen Dank. Danke euch, Leute. Danke, danke, Täter. Tschüss. Danke. So. Wunderhübsch. Das war's. Ach je. Also, ja gut, ich habe alles gesagt, denke ich. Also am Anfang fand ich das irgendwie nur alles süß und nett und dann wurde es wirklich gruselig. Also immer die ganze Zeit dieses Religionsding und ja, auch dieses ganze Format. Ich habe schon gesagt, also das ist mir dann am Ende einfach zu clownsweltig. Es ging hier an dem Format letztlich darum, sich, wie man sich gekonnt abschottet, weißt du, wie man möglichst nicht so wird wie die Mehrheitsgesellschaft. Ja, aber natürlich will ich meinen Kindern auch Toleranz beibringen. Es soll auch okay sein, erstmal dieser Satz, es soll auch okay sein, mit einem Deutschen zu chillen. Ja. Als wäre das irgendwie was, worüber man noch diskutieren müsste. Weißt du, was so, zur Debatte steht? So wir leben Motto, hier in fucking Deutschland. Nach dem Motto, das Kind soll nicht gleich hier den Tribut versuchen rauszuprügeln aus dem Deutschen. Ne? Ja, also Junge. Weißt du, was ich meine? Ich finde es einfach absurd, dass man darüber überhaupt debattiert. Also dass das ein Satz ist, den man sagen muss. Ja, also schlussendlich war es wie so eine Art Offenbarungseid, dass diese Leute nicht hier dazugehören wollen. Richtig. Und halt auch stolz darauf sind. Also gut, ich kann es ihnen nicht verübeln, weil, ja, wohin willst du dich hier rein integrieren? Das gibt's halt alles nicht mehr. Ja. Ich bin gespannt, das war doch jetzt relativ neu, ob wir dann in einem Jahr sehen, die Folge Unser erstes Kind kommt oder so. Weißt ja, okay. Und dann, was hat sich verändert? Und die rennt dann in Schleier rum und alles. Ja, und so zwei Kinderwagen, so, weißt du. Ja, genau. Also das war jetzt vom 13. Oktober diesen Jahres, also nicht mal einen Monat alt, diese Sendung. Mhm. Ja, wir bleiben dran, liebe Leute. Wir bleiben dran. Also, ja. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet. Und auf wen ihr getippt hättet. Auf unseren gut assimilierten Mitbürgern hier. Ja. Genau. Ja, trotzdem, hat Spaß gemacht, das mit dir zu kommentieren. Trotz des Metz. Oder des Stirnrunzelns eher, was man hier hat. Ja. Und dann macht's gut. Liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.